keine Zeit, wir müssen richtig Gas geben, denn wir machen gerade Meal Prep. Anschließend müssen wir mit Ralfi und mit Henry Einzeltraining trainieren, damit sie ihr Trainingspensum heute absolvieren. Und dann müssen wir zum Training und dann müssen wir direkt nach Bonn. In Bonn ist heute NFC. Einige Kämpfer vom Spirit kämpfen, Fabio Schäfer, Raoul kämpft, Daniel kämpft und Fedor kämpfen. Also es wird ein richtig geiler Abend und es ist jede Menge Besuch, auf den ich mich sehr freue bei NFC. Wow, Stefan, du hättest auch Kellner werden können. Ich war Kellner. Ich war Kellner und ich war Barmann und ich habe auch in der Küche gearbeitet. Feine! Hi, Benny, wir gehen jetzt trainieren. Bist du bereit? So, bevor es losgeht, gibt es Kaffee und dazu gibt es Athlete Stack. Der Athlete Stack enthält alle essentiellen Mineralien und Vitamine, damit mögliche Mangelerscheinungen minimiert werden. Mit dem Code T800 gibt es 10%. Ich auch. Ich auch, verdammt, okay. Was ist da passiert? Ich muss mal kurz, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts mitbekommen, Robert. Ich war den ganzen Tag auf Achse. Niemand hier weiß irgendwas und Fritz grinst einfach nur und sagt, Fabio geht 18 in den Ring und erklärt, was los ist. Ja, kannst du uns kurz die gegenwärtige Situation erläutern? Die gegenwärtige Situation ist, dass wir jetzt mit Ralfi trainieren gehen. Ja, also es gab scheinbar irgendeine Neuerung auf der Webseite, ich habe das noch nicht gelesen, dass Fabio den Kampf nicht antreten kann oder nicht antreten wird. Ich habe keine Informationen. Ja, wir fahren natürlich trotzdem hin. Es kämpfen ja ganz viele Teammitglieder von uns und die wollen wir natürlich unterstützen und wir werden sehen, was passiert ist. Wir laufen jeden Tag 2 Einheiten mit den Hunden, einmal morgens, einmal abends in der Gruppe, sodass die Rudeldynamik trainiert wird, dass alle hören im Rudel. Ist immer was anderes, als wenn man mit dem Hund einzeln trainiert, aber jeder Hund wird auch einzeln trainiert, sodass er Kommandos perfekt ausführt, Geduldsübungen und. Das ist ganz wichtig. Jetzt. Sitz. Nein, super, jetzt bist du da. Fuß. Und Sitz. Nein, Platz. Platz. Sehr gut. Pfote. Nein, super. Ja, wir trainieren das Ganze gerade, dass wir das ohne Leckerlis machen. Das heißt, keine Futterquelle als Belohnung, sondern einfach nur Aufmerksamkeit auf mich, der Kontakt, keine Distraction, was auf der Straße passiert. Ist super, super schwierig bei dieser Rasse. Ihr Energielevel ist wie ein Energiebündel, was alles wahrnimmt an Reizen. Aber es wird immer besser. Übung macht den Meister. Als Warm-Up-Programm habe ich heute eine Kombination aus Mobility-Übungen und Seilspringen gewählt. Ich nutze die Everjump-Sprungseile, sind sehr hochwertig verarbeitet. Ihr könnt die Seilstärke und somit die Intensität einfach wechseln. Es gibt ein USB-Tracking, wo ihr eure Sprünge mitzählen könnt. Schaut doch bei der App vorbei, dort habt ihr vorgefertigte Workouts. Ist immer geil, was Fremdkonzipiertes abzuarbeiten. Mit dem Code T800 gibt es 10%. Vorbelastet von dem Barbarian Walk gestern. Der hat auf jeden Fall guten Zug in das ganze Gestell reingebracht. Mal schauen, was mein ganzer Chor dazu gesagt hat, das Zeug durch die Gegend zu schleppen. Thank you.
Was geht hier wieder ab? Es gibt Futter. Mein Pausenbrot. 15 Minuten Time in West und ihr wisst, was ihr heute zu euch nehmt, was für Zutaten verwendet worden sind und ist am Ende garantiert günstiger, als wenn ihr irgendwo essen geht zum Beispiel. Meal Prep ist so eine feste Gewohnheit von mir, gehört zu meinen Ritualen und hat mir immer geholfen, eine bessere Performance im Alltag und im Sport abzuliefern. So, Robert wird ja heute auch vor Ort sein und dann müssen wir natürlich Mission Erdesocken tragen. Das geht ja gar nicht anders, oder? Ist so. So. Hier kommt alles in das schöne Iso-Bag rein. Noch ein paar frische Sushi-Socken. Es ist immer wichtig, dass man Socken frisch dabei hat, damit man sich wohlfühlt. Komm, Ralfi! Ich hab so Hunger. Das bisher hier in Deutschland war und es wird, das verspreche ich euch, eine unvergessliche Nacht. Versprochen. Na, danke, komm. Ich bin viel zu spät. Ja, bin ich. Er ist zu spät, wie immer. Was soll ich dazu sagen? Er ist einfach zu spät. Wenigstens hat er ein gutes T-Shirt an. Es ist doch viel zu warm hier für dich. Willst du dich lieber durch den Schnee rennen? Hi. Ja. Hi. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, ich auch. Ich auch. Wir werden in wenigen Augenblicken Fabio Schäfer selbst hier im Cage haben. Er wird also Rede und Antwort stehen, warum dieser Kampf hier heute nicht stattfinden wird, welche Gründe das Ganze hat. Aber nein, mein Satz, der wird nicht kämpfen. Ich habe nicht die Eier, heute in diesen Cage zu steigen. Keine Ahnung, warum. Und da auch nochmal für Leute, die jetzt zuschauen und bisher mit MMA keinen Kontakt haben. Egal wie die Jungs hier rausgehen, wer gewinnt, wer verliert, habt Respekt davor. Das ist das Krasseste überhaupt. Ich weiß nicht, was nach MMA noch kommen soll. Absolut mega Respekt für die Leute von außen. Da kloppen sich ein paar Leute, aber da gehört so viel dazu. Und ich spüre es jetzt nochmal mehr, was dazugehört, das zu machen. Okay. Fabio, vielen Dank erstmal. Danke, dass du dich hier gestellt hast. Und sind Leute aus Augsburg gekommen. Von weiter weg. Nehmt sich ein Hotelzimmer, komm umsonst jetzt. Ist schon schade. Wir sehen uns im nächsten Vlog und bei der nächsten NFC-Veranstaltung, wenn Max Kunga seinen Titel zurückgewinnt, wird im März sein. Holt euch eure Tickets, findet ihr im Spirit Shop hier unten in der Videobeschreibung. Ja, das ist natürlich ein Ereignis, wo du eine sehr lange Zeit darauf hingearbeitet hast, dich vorbereitet hast, dich damit auseinandergesetzt hast. Was kommt auf mich zu? Der mentale Aspekt ist immens. Ich würde sagen, Kämpfen sind 60-70% mentaler Natur. Der Rest ist natürlich körperlich. Die Vorbereitung ist natürlich eine Vorbereitung deines Gedankenkonstrukts. Was möchte ich machen? Was erwartet mich in diesem Käfig? Man lernt extrem viel über sich selber in der Vorbereitung und es kann jedem passieren am Ende des Tages. Eine Panikattacke
oder Panikzustände, die dich dann in dem Moment beherrschen und dazu geführt haben, dass Fabio jetzt diesen Kampf abgesagt hat. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Du wirst K.O. geschlagen. Ja, aber diese Panik davor, diese Angst, wenn man die nicht unter Kontrolle bekommt, dann arbeitet natürlich diese Energie gegen dich. Die Energie, die dabei entsteht, diese Dynamik, die Gedankengänge, die du hast, du kannst es für dich nutzen, für dich kanalisieren oder es arbeitet gegen dich, wenn du es nicht unter Kontrolle hast. Wenn du negative Gedanken hast und eventuell Szenarien visualisierst, die nicht zu deinem Vorteil sind in dem Moment, manipulierst du dich selber. Das heißt, du sagst, ey, ich habe gut trainiert, hin und her, ich beherrsche die Techniken, ich weiß, was ich zu tun habe, damit ich diesen Kampf zu meinen Gunsten entscheide. Wenn dann an dem Tag, wenn es dann um die Wurst geht, dieses Ereignis rückt immer näher, kann es natürlich passieren, dass dich diese Emotionen überkommen und du einfach nicht mehr die Kontrolle über deine Emotionen hast. Man darf diese Last, die auf jedem Kämpfer kurz vor dem Wettkampf lastet, nicht unterschätzen. Dann geht es wirklich in diese Phase hinein. Du sitzt im Tunnel den ganzen Tag, du wartest einfach nur, dass es geschieht. Du gehst im Kopf so oft durch, was will ich machen? Was habe ich die ganze Zeit trainiert? Wofür habe ich trainiert? Warum mache ich das? Das sind alles Faktoren, die in dieser heißen Phase vor dem Kampf durch deinen Kopf gehen. Und das ist ein immenser Druck, der dort entsteht. Ich denke, es gibt nichts Krasseres, außer du gehst irgendwo in den Krieg und bist irgendwie in hinterfeindlichen Linien, dass du diesen mentalen Aspekt, dass du aus dieser mentalen Komfortzone gezogen wirst und dich wirklich mit dir selbst und deinen Grenzen auseinandersetzt. Mir hilft vor dem Wettkampf, mein Gerüst ist dieses Mindgame, was ich aufgreife. Das heißt, für mich ist es ein Benchmark, ein Test, bin ich mental perfekt vorbereitet. Ich möchte einfach mich als Mensch und als Athlet natürlich auch auf mentaler Ebene jedes Mal weiterentwickeln. Ich sehe das jedes Mal als ultimativen Test für mich selber, wie ich mich vorbereitet habe, wie viel Selbstvertrauen habe ich in mich selber. Und dieser Prozess, der vor einem Kampf stattfindet, auch unmittelbar vor einem Kampf, du wartest, du bist kurz vor diesem Walk-in, die letzte Trainingseinheit am Kampftag, all diese Sachen, die durch deinen Kopf gehen, ich führe mir immer wieder vor Augen, es ist etwas ganz Besonderes, was ich erleben darf. Ich habe für mich verinnerlicht, dass alle Situationen, die Ausnahmesituationen sind, das Ganze für mich nutze. Diese Energie, diese Last, die auf einem lastet, diese Erwartungshaltung an sich selbst, die Erwartungshaltung, die man spürt von den Zuschauern, von dem Team, dass ich das für mich nutze, das hat mir immer geholfen, dann in dieser Situation zu performen und das abrufen zu können, wofür ich so hart gearbeitet habe. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, retroperspektiv, wenn man dann alles geschafft hat, man hat den Moment perfekt für sich genutzt, ja, und man hat alles richtig gemacht. Ich habe einfach unheimlich großen Respekt davor, dass er dort in diese Halle gegangen ist und einfach zugegeben hat, dass er nicht den Mut hat, in den Käfig zu steigen, dass er Angstzustände hat und diese Situation nicht kontrollieren kann. Ja, und ich muss abschließend sagen, dass ich nichts als Respekt für Fabio empfinde, dafür, dass er dort rausgegangen ist, einfach gesagt hat, ey, ich habe die Eier nicht, ich kann mit dieser Situation nicht handeln und ich kann den Kampf nicht antreten. Es ist natürlich mega enttäuschend für die Zuschauer, für seinen Gegner. Jeder hat Erwartungen an ihn, aber dort rauszugehen und zu sagen, ey, ich krieg's nicht gebacken. Ja, absolut nichts als Respekt dafür und dass er dafür gerade gestanden ist, das auch so kommuniziert hat und mit gutem Beispiel vorangeht und Leuten einfach zeigt, ey, bleib bei der Wahrheit. Mir ist Folgendes passiert, das zeugt von wahrem Mut für mich.